Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. In diesem Video geht es um lineare Gleichungssysteme und um diese einzuführen, möchte ich euch erstmal das zeigen, wie ich zwei Geraden, also zwei lineare Funktionen, schneiden kann. Dafür nehmen wir uns zwei Funktionen mal zur Auswahl. F von x ist gleich x minus 1 und g von x soll sein 1/2 x. Wir sehen, das sind zwei lineare Funktionen. M mal x plus b ist diese generelle Formel, die allgemeine Formel für lineare Funktionen, für Geraden. Wir sehen 1 mal x minus 1, also b wäre minus 1 und die Steigung m wäre auch 1. Wenn ich jetzt diese beiden schneiden möchte, das Einfachste, was man sich vorstellen kann, das Naheliegendste ist, ich zeichne einfach beide und lese den Schnittpunkt ab. Nun fangen wir damit an. Zeichnen wir zuerst mal die g. 1/2 x. Das heißt, wir haben keinen y-Achsenabschnitt. Wir gehen also durch 0, 0. Und wir haben die Steigung 1/2. Das heißt, wenn ich um 2 rübergehe nach rechts, muss ich um 1 nach oben. Also gehe ich durch den Punkt 2, 1. Also haben wir mit Rot die gerade G gezeichnet. Nun wollen wir F noch zeichnen. F hat die Steigung 1 und den y-Achsenabschnitt minus 1. Das heißt, wir müssen unser Koordinatensystem etwas verlängern. Bis zur minus 1. Wir gehen mit der Steigung 1, das heißt, wenn wir 1 nach rechts gehen, in x-Richtung, müssen wir 1 nach y nach oben gehen. Das heißt, unser Steigungsdreieck wäre genau das hier. Wenn ich das auch einzeichne, sieht es so aus. Nun, in diesem Beispiel sehen wir jetzt, wir haben einen Schnittpunkt. Hier schneiden sich die beiden Geraden, hier schneidet sich f und g. Wir können das jetzt ablesen. Nun, lesen wir das also ab. X ist 2, y ist 1. Das heißt, der Punkt, nennen wir ihn g, 2, 1, ist der Schnittpunkt. Jetzt habe ich aber gesagt, das ist ein lineares Gleichungssystem. Ihr seht hier, wir können es auch so schreiben. Y ist gleich x minus 1 und y ist gleich 1/2 x. Wir haben also zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Also erste Gleichung, zweite Gleichung. X und Y, zwei Unbekannte. Das nennt man ein lineares Gleichungssystem. Linear deswegen, weil beide Unbekannte linear vorkommen. Das heißt, hoch 1 und nicht im Quadrat, nicht hoch 3 oder aus Ähnlichem. Oder als Wurzel x, das wäre auch nicht linear. Deswegen lineares Gleichungssystem, weil es mehrere Gleichungen sind. Und dieses lineare Gleichungssystem, das kann man eben lösen. Das heißt, es hat auch Lösungen. Ihr seht es zum Beispiel an diesem Punkt. Also diese Lösung wäre dieser Punkt. Und das sagt man dann, die Lösungsmenge, dafür macht man das doppelt gestrichene L und sagt dann die Mengenklammer und sagt dann zum Beispiel der Punkt 2, 1. Löst dieses Gleichungssystem. Wir sehen an dieser Skizze, es kann auch nur dieser Punkt geben, diese Gerade hier oben geht weiter weg, das geht so wie eine Schere auf. Das heißt, hier gibt es grafisch gesehen nicht mehr Möglichkeiten als dieser eine Punkt. Die Lösungsmenge kann aber natürlich auch anders sein. Es liegt jetzt nur daran, an diesen beiden Geraden, dass es so ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir die leere Menge haben, dass also nichts da drin steht. Nichts heißt ja nicht Null, sondern wirklich nichts. Zum Beispiel könnt ihr euch das vorstellen, wenn zwei Geraden parallel sind, also wenn jetzt zur roten hier eine Gerade wäre, die genau immer parallel ist, also der Abstand immer genau gleich lang ist, genau gleich weit ist, zwischen den Geraden hier, hier und so weiter. Dann habe ich keinen Schnittpunkt und das wäre dann die leere Menge. Und einen weiteren Fall gibt es noch und dann haben wir schon alle Fälle für zwei Geraden. Man könnte zum Beispiel zwei Geraden haben, die identisch sind.
Also ich könnte zum Beispiel diese Gerade nehmen, also y ist gleich x minus 1 und ich könnte nehmen y, 2y ist gleich 2x minus 2. Wenn ihr das seht, ist das eine gerade das Doppelte vom anderen. Um das hier zeichnen zu können, würdet ihr das auch wieder umformen in dieser Form da oben. Es wäre also zweimal das Gleiche. Ich kenne aber ein lineares Gleichungssystem. Und sowas habe ich dann das Problem, dass die Lösungsmenge nicht ein Punkt ist, oder gar kein Punkt, sondern unendlich viele Punkte. Denn die ganze Gerade ist eigentlich sozusagen die Schnittpunkte der beiden Geraden, weil sie ja identisch sind. Und das schreibe ich dann auch auf. Naja, der Punkt heißt dann der xy. Oder der Bedingung, naja, in dem Fall y ist gleich x minus 1. Wobei x und y aus den reellen Zahlen sein sollen. Das heißt, alle Punkte, die auf dieser Gerade liegen, wären eine Lösung. Wir haben also hier unendlich viele Lösungen, keine Lösung oder eine Lösung. Mehr Möglichkeiten habt ihr bei Geraden gar nicht. Wenn ich jetzt kompliziertere Lösungssysteme habe, also kleine Systeme, drei Geraden, drei Unbekannten und so weiter, kommt noch wieder Möglichkeiten dazu. Aber so reicht es erstmal für uns. Schaut doch in den anderen Videos vorbei. Ich zeige euch noch, wie man das nicht grafisch berechnen kann, also wie man auf diesen Punkt 2, 1 kommt, ohne sich gegraben zu zeichnen, weil das kann sehr aufwendig sein. Besser gesagt, wenn der Schnittpunkt irgendwo bei 175 2 Drittel liegt, dann habt ihr damit Probleme. Das wäre natürlich schöner, wenn man das einfach direkt berechnen kann. Vielen Dank und auf Wiedersehen.